Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den RSK1 News dieser Woche. Mein Name ist Jan Fromm. Mein Name ist Rita Wahl und wir beginnen mit Thüringen. Die Jena Capers machen den Aufstieg perfekt. Die Rollstuhl-Basketballer der Jena Capers haben den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft. Am 10. und letzten Doppelspieltag der Regionalliga Ost ließen die Thüringer in eigener Halle durch zwei deutliche Siege nichts mehr anbrennen. Zunächst bezwang das Team um Spielmacher und Kapitän Lars Christing den RSC Berlin mit 69:29. Anschließend bot man dem Publikum beim 94:24 über die RSC Rollies aus Zwickau eine Galavorstellung. 150 Zuschauer in der Werner-Seelenbinder-Halle, unter ihnen Prominenz aus Sport und Politik, waren begeistert vom Auftreten der Capers und feierten nach der Schlusssirene den Club und die Mannschaft minutenlang. Zur Erfüllung der Jenaer Vision, nach der Vereinsgründung 2007 innerhalb von nur 3 Jahren die erste Bundesliga in die Universitätsstadt zu holen, fehlt jetzt nur noch ein letzter Schritt. Fabian Liebig, deutscher Fünfkampfmeister der B-Jugend. Wenn sich junge Athleten über 2 Tage in Fechten, Schwimmen, Reiten, Schießen und Laufen miteinander messen, dann sind wir beim modernen Fünfkampf. Am vergangenen Wochenende wurden die deutschen Meisterschaften der Altersklasse Jugend B bis 16 Jahre im Olympiastützpunkt Berlin ausgetragen. Angetreten zum Vielseitigkeitsvergleich in dieser anspruchsvollen Sportart waren 22 Sportler aus 5 Landesverbänden. Deutscher Jugendmeister und das gleich bei seiner ersten Teilnahme in der B-Jugendklasse wurde Fabian Liebig vom OSC Potsdam. Der Brandenburger siegte mit 6.636 Punkten vor den Berlinern Tim Keumann und Raoul Schwiekendick, die mit jeweils rund 200 Punkten Rückstand Silber und Bronze gewannen. Fabian Liebig zeigte in allen Disziplinen konstant gute Leistungen und setzte im Schwimmen über 200 Meter mit 2 Minuten 13,8 eine neue persönliche Bestmarke. Die Kanuten aus Gera dominieren auf ihrer Hausstrecke. Rund 150 Kanusportler aus 14 Vereinen ließen am 5. April in Gera ihre Boote zum 3. Lauf der thüringischen Landesmeisterschaft im Kanuslalom zu Wasser. Auf der attraktiven Naturrennstrecke der Weißen Elster, einem Nebenfluss der Saale, dominierten die Gastgeber vom TSV 1880 Gera Zwetzen in vielen Wettkampfklassen das Geschehen. Die Ostthüringer nutzten ihren Heimvorteil im vertrauten Gewässer, holten 7 Siege und avancierten damit zum erfolgreichsten Verein. Die endgültige Titelentscheidung fällt allerdings erst beim 4. und letzten Lauf, der am 15. Mai auf der Strecke der Unstrut in Sömmerda gestartet wird. Und weiter geht's mit Rita. Bayerns Gewichtheber-Nachwuchs holt Länderpokal. Der AC Atlas Plauen zeichnete sich am 3. und 4. April als hervorragender Gastgeber des Länderpokals der A- und B-Jugend im Gewichtheben aus. Die perfekt organisierte Veranstaltung in der Mehrzweckhalle sah nach 2 Wettkampftagen unter 10 teilnehmenden Heberriegen die Landesauswahl Bayerns mit 179 Gesamtpunkten als verdienten Sieger. Platz 2 ging an Sachsen, das sich mit 177 Zählern nur knapp geschlagen geben musste, gefolgt von Baden-Württemberg mit 172 Punkten. Die kraftvollen Videos unseres Kollegen Wolfgang Rauscher vom Jugendländerpokal im Gewichtheben finden sich bei RSK1 in der regionalen Auswahl Sachsen-Chemnitz-Plauen. Die Kampfsportfans kommen in diesen Tagen bei RSK1 voll auf ihre sprichwörtlichen Kosten. Und so waren wir auch bei den Bayerischen Jiu-Jitsu-Meisterschaften in Traunstein mit der Kamera dabei. Mit den TSV Bergen, ASV Grassau und TSV Übersee zeigten sich gleich 3 Vereine der Region über die Organisation der Titelkämpfe verantwortlich. In den Alterskategorien Jugend, U21 und Senioren ging es im Einzel- und Duo-Konkurrenzen nicht nur um die Landestitel, sondern auch um die Fahrkarten zu den Süddeutschen Meisterschaften am 17. Mai in Weikertsheim. Neben einer Fülle von Videoclips der Traunsteiner Kämpfe sind im Jiu-Jitsu-Angebot von RSK1 nun auch Lehrvideos dieser Sportart zu sehen. Eine ganz neue Facette, die wir gerne erweitern werden. Yeah.
im Zeichen des Kendo. Schon zum zweiten Mal war am 5. April die Brüder Grimmstadt Hanau Austragungsort einer hessischen Landesmeisterschaft im Kendo. Kendo, das ist unter den Kampfsportarten aus Japan diejenige, die im besonderen Maße zum Zen-Buddhismus und von hoher Disziplin geprägt ist. Entwickelt aus dem traditionellen Schwertkampf wird Kendo heute mit Bambusschwert und einer charakteristischen Schutzrüstung vorgetragen. Die TG Hanau stellt für das Turnier mit der Hessen-Homburg-Halle den idealen Ort für diese eindrucksvollen Wettkämpfe und freute sich über 150 Teilnehmer aus ganz Hessen in den verschiedenen Kategorien. Anfänger ohne Rüstung, Kinder und Jugendliche mit Rüstung sowie Frauen und Männer in den Kiju- und Dan-Graden zeigten auf den Kampfflächen ihr Können im Einzel und mit ihren Mannschaften. Unser RSK1-Videoreporter Henning Hirsch hat die Atmosphäre beim Wettkampf der Mannschaften festgehalten und uns neugierig gemacht auf weitere Bilder von dieser Kampfkunst der besonderen Art. Nachwuchsboxen auf hohem Niveau gab es am 4. April bei den Internationalen Norddeutschen Meisterschaften im Sportpark Wismar. Im Ring trafen die Landesmeister der Kadetten, Junioren und Jugend aus den Verbänden Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein aufeinander und nur die Sieger qualifizierten sich für die nationalen Titelkämpfe Anfang Mai in Wolfsburg. Unser Video der Woche zeigt Szenen aus den Fights und vielleicht sogar Schlag auf Schlag den einen oder anderen großen Champion von morgen. Film ab! Das, meine Damen und Herren, waren die RSK1 News dieser Woche. Ich darf Ihnen eine schöne Osterzeit wünschen und verbleibe hier Jan Fromm. Ihre Rita Wahl. Auf Wiedersehen.